Triumphextase, so innerhalb der Tiefen der Sphäre bereiten sich Gegner mysteriöser Herkunft auf den Kampf vor. Analysiere sorgfältig die Aufstellung deines Gegners und handle gut und überlegt, um auch den größten unter ihnen Herr zu werden. Diese Sphäre ist chaotisch und bizarr, genauso wie das Schlachtfeld, das sich ständig verändert. Die KT deiner Figuren erhöhen sich, wenn die LP deiner Truppenmitglieder sich erhöhen oder verringern. Also stets ein Auge auf den Zustand deiner Figuren und mache Schritt für Schritt mit deinen Feinden einen kurzen Prozess. Rhythmische Schritte. Und alle Schwierigkeitsgrade bestehen. Startfigur. Bitte wähle deine Startfiguren zum Probieren aus. 0 von 4. Was bedeuten diese Blitze? Hauptgegner dieser Runde ist dieses Dingenskirchen. Dann nehmen wir Nivellet und Keizuha, Bennett und J. Maiko. Die absolut nicht so ausgesprochen werden, aber I don't give a damn. Wütende Bereitschaft bietet einen Bonuseffekt der entsprechenden Stufe, abhängig vom gesamten Kampfeswillen der Truppenmitglieder der eingesetzten Truppe auf dem Feld. Erhöht die KT der aktuellen Figur beim Steigen oder Sinken der aktuellen AP, bla 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 bla. Okay, also einfach nur LP. Okay. Na gut. Wahrscheinlich könnte man es nur mit Novelette machen. Probably. Ist zumindest meistens so. Der kann alles alleine. Der allmächtige Wasserdrache. Moment, wieso ist Kazuha jetzt auf der 1? Hä? Hatte ich die nicht gerade voll anders angeordnet? Hold on a second. Ey, wir sind denn die jetzt in einer anderen Reihenfolge, als ich das gerade ausgewählt habe? Hä? Was ist das denn für ein Käse? Ich habe doch gerade eine ganz andere Reihenfolge festgelegt. Das ist ja mal malig. Turtok, Hydropumpe. Easy. Bei weniger als 4 Punkten Kampfeswille von allen Truppen zusammengerechnet hatten die Figuren keine Bonuseffekte. Aha. Ja, die Bonuseffekte sind mir egal, ich will die Reihenfolge haben, die ich festgelegt habe. Jetzt hat's funktioniert. Oder habe ich vorher keine Reihenfolge festgelegt? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe vorher eine Reihenfolge festgelegt. Aber okay, whatever you say. Gut, Novelette hätte man nicht nehmen sollen anscheinend. Hab mir die Gegner nicht angeschaut, ich Idiot. Sag mir jetzt nicht, es kommen nur Okeano-Spuke. Jetzt habe ich es mir nicht angeguckt und dann kommen nur solche Gegner oder was. Kann ich es nochmal neu starten? Nee. Sieht schlecht aus. Das wäre aber echt unfair, wenn es nur Okeano-Spuke kommen. Okay. Nice. Gut, wir haben noch nicht mehr viel Zeit tatsächlich. Oh oh. Puh, das war nicht mehr viel Zeit übrig. Okay, ich sollte mir wirklich die Gegner besser angucken. Ah, Moment, die Gegner. Ah, hier. Tiefsee-Drachen-Ex. Okay, ja, hier ist es natürlich wieder egal, ja.
Okay, also die haben jetzt alle keinen Kampfeswille mehr. Alright. Was lädt der jetzt so lang? Was lädt der jetzt so lang? Right here, right now. Emerge. Game's up. Time's over. Quietly now. Ring cut off. Let's begin. Vollkommen vergessen, was für Fähigkeiten der hat. Right now, right here. Emerge. Aber ist ja auch egal. Hat er sich nicht irgendwann geheilt oder so? Boah, voll vergessen. Kannst du die Figur jetzt nicht wechseln? Naja, genau, wenn er einen heftigen Schlag macht, heilt er sich. Genau, so war das. Bruh. Okay. Achso. Zack. Oh, Triple Hydro? Okay, sollte kein Problem sein. Wir müssen einfach nur bestehen, glaube ich. Ist egal, wie wir bestehen. Oh, der hat sogar die richtige Waffe. Oh boy. Erstmal kurz ein bisschen Bildposter-Gameplay. Sorry, Stream-Chat. Sorry, Twitch-Chat. Sorry, you got to witness this. And we did it. 4 Minuten 28, das fühlt sich an, als wäre es ultra schlecht. Aber egal. So, danke für die maximale Belohnung reicht, passt das ja. Yes.